Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft ohne Lebensregeneration. Man könnte es Ultra Hardcore nennen. Wow, mit dem Flow. Hallo. Der schon Bäume abbaut. Und dem Robert. Hallihallo. Ja, die neue Minecraft-Version hat das netterweise schon mit eingebaut, dass man nicht mehr regeneriert. Und ja, da so ziemlich jeder Let's Player irgendwie ein Minecraft-Let's Play haben muss, ungeschriebenes Gesetz und so, ja, haben wir uns den Ultra-Hardcore, den Möchtegern-Ultra-Hardcore hier ausgesucht. Ein bisschen doof an der Beta-Version, die wir hier gerade spielen, ist, dass sie irgendwie noch ein Problem mit den Texture-Packs hat, beziehungsweise inzwischen sind es keine Texture-Packs mehr, sondern die heißen jetzt Resource-Packs. Es gibt zwar ein Tool, das aus einem alten Texture Pack ein neues Resource Pack machen kann, aber das scheint irgendwie noch nicht so ganz mit der Aufnahme kompatibel zu sein. Jedenfalls kann ich das gute Sfax, was ich gerne benutzen würde, hier reinladen und kann einmal Aufnahme drücken oder auch nicht. Also spätestens beim zweiten Mal kackt das komplette Minecraft inklusive Dextery und allem ab. Keine Ahnung, was da schief läuft. Aber wir schieben es einfach mal jetzt noch auf den Beta-Status des Spiels. Also falls wir hier irgendwelche Probleme haben sollten, abgesehen von der Optik, es ist noch ein Snapshot. Mojang ist ja so nett, oder Mojang, keine Ahnung, wie die sich aussprechen. Die komischen Minecraft-Macher halt sind ja so nett, Development-Snapshots wöchentlich zu veröffentlichen. Dass man so ein bisschen den Verlauf und die Entwicklung des Spiels mitverfolgen kann. Und halt auch schon die neuen Features testen. Wie zum Beispiel Ultra Hardcore. Ja, so ist das. Das war spannend. Ich weiß. Ich finde diese das ist irgendwie ein Tick von mir, zum Anfang eines Let's Plays einen zweistündigen Monolog zu halten. Das habe ich auch in... Immerhin hast du die Zeit überbrückt und wir haben jetzt genug Holz. Ja, geil, ne? Was machen wir denn jetzt? Erstmal Bretter hier herstellen. Eine Werkbank. Bitte sehr. Cool, danke. Ach ja, setzen wir uns eigentlich, das haben wir sind absolut unvorbereitet hier ins Let's Play, einfach rein, Aufnahme abgeschmiert, nochmal getestet, wieder abgeschmiert, aber wir sind nicht dazu gekommen, uns vorzubereiten, egal. Haben wir uns irgendwelche Ziele gesetzt, von wegen wir wollen den Enderdrachen legen oder wir wollen alle Achievements haben oder bla? Ich würde sagen, wir töten den Enderspasten. Ja. Gehen ins End und wenn wir das geschafft haben, ja, ich weiß nicht. Man könnte ja jetzt auch noch den Wizard töten. Ja, das ich finde, das ist sehr schwer, glaube ich. Das wird erstens super schwer und ich finde, das ist zwar ein starker Gegner, aber ich finde, der hat nicht so einen Endboss-Charakter, weil der Enderdrache, der ist einmalig. Wenn du den einmal gekillt hast, dann ist er auch vorbei. Dann kannst du den nie wieder killen. Zumindest nicht in der gleichen Map. So. Aber den Wither, den kannst du ja theoretisch unendlich häufig spawnen, wenn du halt so viele Wither-Köpfe hast. Was übrigens auch noch das Ganze noch schwieriger macht, ne? Ja, aber der war ja schon als so eine Art Endboss gedacht, oder nicht? Weiß ich nicht, ob der als Endboss gedacht war. Wieso machst du denn jetzt hier 2 Millionen Holzdinger? Du hättest mal lieber eine Schaufel machen können. Was soll ich denn mit einer Schaufel? Naja, Erde weggraben vielleicht. Ja, ich dachte, wir suchen uns jetzt erstmal was zu fressen und vielleicht Stein. Stimmt, was zu futtern. Dang it. Ich hab keine Ahnung, in welche Richtung wir am besten laufen. Ich weiß es auch nicht, aber was super geil wäre, ein Villager-Dorf. Ich bin noch hinter dir. Ich lass mal am Wasser entlang gehen und lass Springen vermeiden. Ja. Zwei Blöcke kannst du fallen, ohne Schaden zu kriegen. Zwei oder drei. Gut.
Hina! Und wir müssen mehr denn je aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig hauen. Ja, ich erkläre mal ganz kurz für die, die den Ultra-Hardcore nicht kennen. Tod bedeutet Tod, nicht wie in PC-Spielen übrig oder überhaupt Spielen üblich. Respawn, also wieder auftauchen, nachdem man gestorben ist, nur halt mit leerem Inventar. Das ist hier nicht angeschaltet. Beziehungsweise. Warte mal kurz, ich muss mal unterbrechen. Wie sieht das hier bei dir aus? Wie ein ganz normaler Cobblestone. Alles klar. Bei mir sieht, nachdem ich Steine abgebaut habe, der Stein so aus wie diese. Ja, diese tollen Steine, die man sich so zusammensetzt. Ah, okay. Ja, man muss dazu sagen, Flo spielt noch mit dem konvertierten Sfax weiter. Und ja, weil hat ich bin schon... nämlich ein Pro und bei mir funktioniert es nämlich. So ja, weil du aus. Ja auch nicht aufnimmst, du Sacknase. Ja. Wie auch immer. Ich wäre bestimmt auch dran gegangen. Nee, glaube ich nicht. Wie auch immer, jedenfalls Ultra Hardcore ist halt, ne? Man stirbt und wenn man tot ist, bleibt man tot. Das habe ich jetzt mal netterweise ausgeschaltet, damit wir noch so ein bisschen gucken können nach dem Tod. Und was normalerweise nicht so ist, was wir jetzt noch zusätzlich angeschaltet haben, ist, sobald man Schaden kriegt und noch eine mehr oder weniger volle Hungerleiste hat, regeneriert man ja normalerweise sein Leben. Das ist jetzt hier ausgeschaltet, sprich man muss höllisch aufpassen. Es ist nicht mehr so, dass man einfach mal irgendwo runterhüpft, sich mit irgendwelchen Monstern anlegt, eben sich ein Wieso, Sandwich... Wieso, das ist doch der Ultra-Hard-Modus? Jein. Der Ultra-Hardcore... Ja, das ist doch diese Mod-Ultra-Hard-Modus. Hardcore-Modus normal von Minecraft selber ist ja halt mit, wenn ja, du richtig. Volles volles Hunger hast, dann regenerierst du. Ja, und dass du irgendwie noch die Blöcke nur mit dem speziellen Tool abbauen kannst, das ist jetzt aber auch aus, weil das fand ja, ich das einfach nur nervig. Ja. Was aber glaube ich bei dem, außer der Snapshot hat das jetzt generell geändert, was nicht bei dem eingebauten Ultra-Hardcore von Minecraft dabei ist. Hab ich jetzt diese Werkbank nicht mitgenommen? Die hab ich, ich hab die. Achso, ja, damit stell die mal hin. Also was die Mod vom eingebauten Ding unterscheidet, glaube ich zumindest, sind die Rezepte. Der Ultra Hardcore hat die Rezepte insofern verändert, dass man für eine Glistering Melon, glaube ich, Goldblöcke statt Gold Nuggets. Nee, Quatsch, Bullshit. Das war bei den goldenen Äpfeln. Normalerweise ist es so, wenn man einen Apfel hat und 9 Gold Nuggets, kann man sich daraus einen goldenen Apfel machen, der halt als einer der wenigen Sachen Gesundheit wiederherstellt. Und beim Ultra Hardcore Mod war es so, dass man statt Gold Nuggets dafür Goldblöcke brauchte, beziehungsweise Goldbarren, die den neunfachen Goldeinteil haben, wenn ich mich nicht irre. Und wir sollten uns, glaube ich, einbauen. Ich weiß nicht, wird es Nacht? Ich sehe gerade nichts. Ich bin hier gerade am Werkraum. Ja, das ist scheiße. Ich habe noch nicht so viel Material, dass wir uns vernünftig einbauen könnten. Ja, wir können uns ja auch in den Boden bauen. Unter uns ist eine Höhle, ne? Das weißt du. Und vor allen Dingen sollten wir uns das schnell ausdenken. Ja, wir können uns doch hier einfach einbauen, wo ist noch ein Problem? Ja, dann... Nimm halt die Werkbank wieder weg und stell die rück mal. Ich will das nicht auch nicht. Ach so, ich weiß, was du vorhast, okay. Du willst hier komplett einfach nur den ganz kleinen Raum nehmen. Ja, okay. Meine Steine sind, Na, okay, reicht noch genau gerade so. Okay, hast du Kohle? Weil wenn jetzt gleich der Ofen ausgeht, dann... Da. Im Ofen ist Kohle. Sehr gut. Nehme ich mir da mal kackfrech einen raus. Warte mal, was habe ich dir jetzt gegeben? Ich habe dir jetzt ein Steinschwert gegeben. Ein Steinschwert, genau. Jetzt bekommst du noch 2 Steinspitzhacken, eine Schaufel und eine Axt. Thanks, dude! So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Licht. Oh, Steinspitzhacke steht auch 3 Attack Damage dran. Ja, aber ich glaube, die Faust macht
macht jetzt Stein nicht. Axt macht sogar plus 4 Attack Ja, Damage. mit die Axt macht deutlich, also nicht deutlich, aber das wusste ich schon vorher, dass ohne dass das da dran stand, dass die Axt mehr Schaden macht als die Faust. Okay. Komm hier, vielleicht haben wir Glück. Eins, zwei. Hab ich noch ein Ei? Nö. Du hast jetzt das Fleisch stehen gesnackt, Ah ja, sorry, hier, da. nee, du hast keine Eier, das, Ja, ist mir hinterher aufgefallen, dass das ein bisschen faily war, aber egal. Schnauze! So, hast du noch einen Kobbel? Ach, ich hab, lol, ich hatte einen ganzen Stack voll, der war nur versteckt. Ich, dummer Idiot, dummer Idiot, dummer Idiot, schalala. So. Hier ist also auch noch ein Hündchen. Ja. Jetzt habe ich nämlich auch zwei. So. Obwohl, ist das eine gute Idee, das komplette Holz abzufackeln? Nee, ich glaube, wir lassen uns hier, wenn der obere Ofen aus ist, dann sind noch wahrscheinlich 6 bis 7 Holz übrig. Die lassen wir uns dann mal so. Vielleicht brauchen wir das gleich noch für irgendwas. Gut. Zack. Ich habe dir 8 Fackeln zugeschmissen. Oh, und Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Machen wir mal Ja, ich habe da. 16 Fackeln, das ist jetzt über Klasse. Das tu doch das, die Holzschwerter in den Ofen. Ja. Aber lohnt sich jetzt gerade im Moment nicht. Das obere soll ja ein bisschen überleben. Das obere Holz soll ja nicht komplett verbrennen. Ja, dann nimm es halt raus oder so, vielleicht. Das Holz jetzt. Habe ich ja jetzt. So. Alles klar. Ich folge dir mal mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Nicht, dass ich deine Spitzhacke zu spüren kriege. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich mache jetzt einfach schon mal ein bisschen und vielleicht finde ich ja Kohle oder so. Aber vielleicht wäre es klüger dann, sobald es. Gut. Das hat sogar ganz komische Lichtbugs hier. Ja, Egal. mach's doch eben Sobald es. aus. Ne? Was soll ich ausmachen? Das Texture Pack. Nö. Das ist trotzdem immer noch schöner als das normale. Ich glaube, es wäre klüger, sobald es hell ist, erst nochmal nach draußen gehen, was zu essen suchen. Ja, glaube ich auch. Ich habe hier so ein kleines Ausguckfenster-Ding in den Boden gebaut. Noch ist es Nacht, aber wen wundert's? Ich glaube nicht, dass die was an den Timings geändert haben. So müsste eigentlich noch eine Nacht 8 Minuten lang dauern. Ja, gut, ich meine, klar, dass es sich jetzt nicht großartig lohnt, Farmen oder Minen zu suchen, aber ich meine, zumindest anbohren kann man es ja in der Nacht, dass wir ein bisschen was zu tun haben. Ja, ich gehe ja gerade schon so weit wie möglich runter. Und mach Dreier- oder Viererhöhe, weil dann können wir hier Dingsbums hinsetzen. Treppchen, das ist essenssparender. Alter Schwede. Ja, der Ausbesserung kannst du ja dann machen. Schon dabei. Oh, Höhlengeräusch, sehr schön. Echt? Ich nicht. Aber hoffentlich habe ich keine Soundbox. Soundbugs kannst du, glaube ich, von einem Texture Pack nicht kriegen. Das würde mich zumindest sehr Wow. wundern. Oder einfach so. Das Bin kann ich hier natürlich auf sein. Man muss ja, wie Gravel gesagt, gestoßen? dazu sagen, dass es eine Beta ist, ne? So. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, schuppdidu. Kohle, Kohle.
Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Alter, du hättest doch wenigstens, wo ich dir gesagt habe, weiter hochbauen können. Nein, ich habe ja gesagt, die Ausbesserung übernimmst du.